Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute habe ich vom Dingle der nagelneue Port Vollreifung für Kirsch. Germany Exclusive, zweite Abfüllung überhaupt denn da, was exklusiv für Deutschland abgefüllt wurde. Whiskey Base Nummer 224407 am 19.11. Kann ich hier vielleicht einblenden. 19.11.2014 destilliert und dort tatsächlich am 2. September 2022 abgefüllt. Also wir haben die 7 Jahre Vollreifung in Port durch. Tolle, tolle Farbe. So. 312 Flaschen gibt es davon. 59,6% Alkoholgehalt. Preis 154,90 €. Manchmal sagt man, wow, das ist teuer. Nee. Heutzutage, leider, ist das ein Preis, den man vielleicht tatsächlich für Einzelfassabfüllungen, Fassstärke bezahlen muss. Naja, gut. Auf jeden Fall billiger als viele von den Founding Fathers, denn dort von unserer Dingle-Abfüllungen. Womit möchte ich es vergleichen? Wage es zu sagen, tada-da, der erste Single-Cask-Abfüllung für ein Dingle für Deutschland, der war aus Pedro Ximénez. Auch hier schau mal die dunkle braune Farbe an. So, das war übrigens der Ausgabepreis 154,90 €. Also Kirsch, danke, dass du den gleichen Preis dafür abrufst wie ursprünglich. Ursprünglich heißt in diesem Fall, war das Mai 2022. Ein bisschen was ist in dieser Welt seitdem passiert. Gut, schenken wir ein bisschen was hier ein, damit wir es vergleichen können. Whiskey Base Nummer 211363 in diesem Fall. Dort wurde es am 17. Januar 2014 destilliert. Das ist dann am 19. November. Und hier wurde abgefüllt am 10. Februar 2022 und hier am 2. September 2022. Das war hier rechnerisch 8 Jahre alt. Hier sind wir leider bei nur 7. Port Pedro Ximénez, 59,7, 59,6. So, es gibt noch ein paar Flaschen online, laut Whiskey Base. Natürlich teurer. So, manchmal 179 und manchmal 189. Immer wieder einfach mal eine andere Käuferschicht. So, ich weiß zum Beispiel, der 189-Preis, wenn man da hinschaut, seine Hauptkäuferschicht für solche Flaschen sind internationale Kunden. Und die sowieso keine Möglichkeit hatten, sonst an diese Flasche ranzukommen. Der Pedro Ximénez. So, ich schaue mal die Farbe mit euch hier gemeinsam an. Manchmal bräunlich, manchmal rötlich. Das ist echt ganz cool. Port wird geschrieben, allerdings darüber nicht. Zumindest es steht einfach nur Port und auch auf der hier drin ist ein kleines Kärtchen und ich hole sie einfach mal hier raus. Ich habe übrigens 2 Flaschen gekriegt vom Kirsch, danke dafür. Und beide habe ich dann durch meine WhatsApp-Flaschenteilungen geteilt. Lohnt sich dabei zu sein. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und wenn du zu faul bist oder weißt nicht, wie das geht, schreib mich einfach bei whiskeyjason@gmail.com und ich schicke dir direkt den Link auch dann dazu. Also dieses Single Cask Release reifte in ein Portfass, speziell ausgewählt bei Master Distiller Graham Cole und wurde exklusiv abgefüllt für Kirsch Import. Kein 2 Fässern sind gleich. Jedes Einzelfass vom Einzelfass-Whisky aus Dingle-Brennerei, Distillery, ist einzigartig und unique und singular. Also einzigartig und einzigartige Ausdrücke, welche nie repliziert werden kann. Gut, ja, ich hätte gerne gewusst, ich nehme einfach schon sehr stark an, dass es Tawny war. Tawny Port. Gut, riechen
Schmecken, vergleichen, bewerten. Ich krieg leichte Schwefelmomente. Hier. Ach, keine. Sehr schön. So. Graham Cole kam gefühlt 2019 zu Dingo. Ja, gefühlt war richtig. Oktober 2019 wechselte Graham Cole damals von Glenmorey rüber zu Dingo, was ein großer Sprung war. Übrigens, davor war er Distillery Manager bei Glenfiddich, Balvini, Keninvi, bei William Grant & Son. Dort hat er 11 Jahre gearbeitet, 14 Jahre lang hat er bei Glenmorey gearbeitet und er schon über 3 Jahre jetzt schon mittlerweile bei Dingo und wird wahrscheinlich auch, keine Ahnung, auch die seine 10 Jahre da voll kriegen. Hoffe ich für ihn, denn er hat gute und tolle Pläne in diese Richtung. So. Ja, also dieses Schwefelmoment stört mich echt. Schade, schade, schade. Also. Leicht, also leichte, seifige, schwefelige Rosine. Nee, Rosine, ich war hier, Entschuldigung. Beerige Momente. Holt mich nicht ab. Oh, Scheibenkleister. Ich liebe Dingo. Ich will Dingo lieben. Und nicht alles, was die da tun, ist dann für mich absolut wow. Also hier eine meiner Top 5 Whiskys in 2022, unser Dingo PX Einzelfass. Rosinig. Ich habe sogar Lebkuchengewürze. Leder. Nussigkeit. Also so schön. Ach, daran will ich einfach riechen und riechen und riechen. Graham, machst du uns in Deutschland nicht? muss ich schauen, ob ich das auf Englisch sage. Oh Mann, er schaut meine Videos ab und zu mal an, das weiß ich. Über seine Flaschen, ja. Also wenn eine Dingle-Abfüllung rauskommt auf Englisch, meine Bewertungs, meine Videos, dann die schaut er ab und zu mal an. Holt mich nicht so ab. Scheibenkleister. Okay, hoffentlich wird mein Geschmack jetzt hier mich denn dort abholen. Alright, cheers. Also, es gibt eine, wow, nicht wow, good, wow, schlecht. Es gibt eine Theorie, das haben die Jungs hier von Bourbon Pursuit gemacht, die sagten, in einer halben Sekunde weiß ich, ob ein Whisky mir schmeckt oder nicht. Bevor ich diesen Video gemacht habe, ihr merkt, das ist was weg. Ich habe tatsächlich ein oder ich glaube zwei Samples abgefüllt, 5cl-Dinger und einfach mal schon rausgeschickt. Und beim zweiten Trichter benutzt. Und meinen Trichter habe ich mit meinem Finger unten ein Tropfchen abgenommen und nachher meinen Finger im Mund reingesteckt. Ja? Also, ich mache, das war der letzte, der überhaupt von diesem Trichter abging und so weiter. Meinen Finger habe ich nicht wieder an irgendwas rangefasst. Angeleckt und dachte, oh oh. Und dieses oh oh Moment wurde hier tatsächlich bestätigt. Wow, ist der nicht meins. So, irgendwo gab es ein paar Tasting Notes, oder? Irgendwo habe ich Tasting Notes hier gelesen. Wo war das nun? Ich habe angefangen zu lesen. Auf der Rückseite hiervon waren Tasting Notes. Lass uns sehen, was Sie schreiben und ich widerspreche alles. Tasting Notes. An der Nase wirst du Erdbeermarmelade, Marzipan, Wassereis, Karamell und auch fruchtige Chutney entdecken. Wow, möchte ich Chutney in meinen Whisky haben? Gut, danach wird unser Geschmacksknospen sich erfreuen über würzige Birnen, rote Beerenfruchtkompott, also rote Grütze. Ein Hauch von Ingwer, Aprikose und Pfirsich. Zum Finishing oder am Nachklang
Der Textur ist weich mit Zimtgewürz, getrocknete Früchte, gemahlene Haselnüsse und dunkle Schokolade. Ich habe sowas von gar nichts davon. Gar nichts. Also mein Kalibrierungswhisky sagt mir, ich bin okay. Ich habe den probiert und dachte, jupp, schmeckt wie er immer schmeckt. Ich gehe mal ganz kurz hier rüber. Einmal oder zweimal in meinem Leben habe ich tatsächlich ein Whisky mittendrin abgebrochen, nie veröffentlicht, weil ich das Problem war. Bin ich das auch hier? Unser PX. Ah, so schön. Tschüss. Wow. Yummy. Oh yeah. PX, 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 PX. Wow. Ja. Eins minus. Also, ganz ehrlich, ich bin nicht das Problem. Oh. Also, willkommen in den Welt von Einzelfassabfüllungen. Die können von der gleichen Brennerei, durch die gleiche Importeur, von der gleichen Person ausgesucht, von himmlisch bis hin zu, naja, warum wurde das Zeug abgefüllt? Das weiß man ja nie. Oh ja. Oh, hält an, ist schön, diese, also PX, 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 also mit Leder, mit ein bisschen Nussigkeit, mit hier ein bisschen diese Dingo, mineralische, Hawaiian Punch, also exotische Früchte dabei. Habe ich jemals die Karte hier auf der Rückseite gelesen? Ich glaube nicht. Ganz kurz. Also hier steht es: dunkle Kirsche, Himbeere, Kompott. Frisch gebackene Ingwerbrot, nussige Karamell. Danach kommt hier dunkle Schokolade, Feigen, Datteln, geröstete Kaffee, ein ganz leichter Hauch von Lakritz. Und als Finish hat man hier eine warme, würzige Sensation. Ja, der ist absolut hier Wahnsinn. Das, wenn ich nochmal eine Flasche kriegen würde für die 100 und 55 Euro würde ich tatsächlich das machen. Hier. Whoops. Alright. Gehen wir zurück. An der Nase. Dieses Schwefel stört mich. Jetzt ist die Frage, stell mal vor, ich wäre Schwefel unempfindlich. Was würde ich kriegen? Der liefert nicht so viel. Der liefert echt nicht viel. Leichte Beeren, also Johannisbeeren, ein kleines bisschen diese tropische Früchte, denn da Kompott, Denkfrucht-Cocktail, also die in der Dose, was man als Kind hatte mit dem Zuckersirup da drin. Wow, also wirklich am Ende ist dieses unglaublich nicht meins. Mundgefühl ist schon cremig. Bravo. Aber als ob es irgendetwas, als ob der Port fast gekippt wäre. Das ist es nicht. Der ist einfach nur durch Transport wurde geschwefelt vorher. Und diesen Schwefel stört mich ungemein. Aber auch der Holzmoment hinten raus. Also ich bleibe dabei, dass ich sag mal so. Mein Gefühl ist, dieses Portfass war kurz davor zu kippen. Man hat es dennoch abgefüllt und gehofft, dass es okay wird. Man hat den probiert und merkte, okay, der ist hier und der ist hier. Normal wäre hier. Wir können den gar nicht so richtig einsetzen.
Und der vieles, was sie hatten mit ihren Batches bisher, war mit Porter da drin. Irgendjemand hat erkoren, sagen wir einfach Graham, dass dieses ein besonderes Fass ist, der besonderes toll ist. Und dann wurde es einfach aus Einzelfass abgefüllt und offenbar hat dann Kirsch gesagt, jo, gib uns das, wir würden uns freuen. PX-Port, super. Ach, aber echt. So, fängt hier unten an und dann, oh, Schwefel und dann wirklich ekliges Holz am Ende. Der Nachgeschmack ist immer noch Schwefel geprägt, mineralisch geprägt, also ein bisschen kalkig. Vier plus vier, 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 vier. Preis-Leistung 100, 155 €. Fünf. Sorry. Leute, Leute, Leute. Also, wenn ihr den sehr gerne getrunken habt, kauf viele, finde noch mal eine Flasche davon. Wenn du allerdings davon was haben willst, probieren willst, bevor du die Flasche kaufst, es gibt noch genug Flaschen da deutschlandweit momentan, besorg dir ein Sample. Schau mal, ob das für dich was ist. Das sage ich mal blind kaufen. Blind, blind. Wenn du PX gerne machst, wahnsinnig gut. Wenn du gerne portgereifte Whiskys haben möchtest und auch du hast einige Irish Whiskys oder sonstige Whiskys mit Port, Vollreifung, der aus meiner Sicht anders. Ganz anders. Okay. Ich habe Wasser reingetan. Ich habe versucht, das dann hier auf 50% runterzubringen. Buttersäure, Babykotze. Okay, ja. Der Port kommt jetzt endlich durch, wie er durchkommen sollte. Da ist eine Süße, das ist diese Erdbeermarmelade-Moment. Was habe ich, was sollte ich noch haben hier? Am Marzipan habe ich nicht. Sherbet, also Wassereis, naja. Karamell, Fruit Chutney. Keine Ahnung. Also Birnen habe ich nicht. Rote Beeren habe ich. Ingwer, Aprikose, Pfirsich. Also. Ein letztes Mal mit ohne Wasser und dann bestätigt das meine Vorurteile. Ich habe keine Vorurteile gegenüber Dingen. Meine Voreinstellung ist positiv. Es wird lecker, es wird toll, es wird gut sein. Und jetzt erlebe ich etwas anders. Ah, ja. Cheers. Also der Alkohol ist okay eingebunden. Das ist nicht die Schärfe vom Alkohol hier, was mich wirklich stört. Der ist da, ist spürbar, 59,6%. Aber nee, sorry Leute. An einem guten Tag statt ein 4 würde ich das vielleicht ein 4 plus geben, 3 minus minus. Wollte nicht. Heute, mit meiner heutigen Verfassung, ist das nicht mein Whisky. Was wirklich böse wäre, wenn irgendjemand mir sozusagen nach 6 Wochen, 8 Wochen, paar Monate später mir einfach ein Blind Sample hiervon gibt und sagt, probier mal. Und ich schwärme davon. Oh, wie toll der ist. Dann war es buchstäblich tagesformabhängig. Wenn ich allerdings an diesem Glas rieche, wenn ich hier rieche und so mache, dann weiß ich Bescheid. Okay, gut. Gefällt Jason nicht. Sorry Kirsch, sorry Dingle, sorry Graham, sorry alle, die ein Sample hatten von mir. Ich kaufe die Flaschen genauso blind, wie er die Samples kauft.
Aber manchmal ist ein Hit dabei und manchmal ist ein weniger Hit dabei. Ich würde das Wort Flop nicht so sagen. Meine Frage des Tages. Einzelfass. Fassstärke. Was ist euer Preisschmerzgrenze? Ist es 80, ist es 100, ist es 120, 150, 180? Wo liegt euer Schmerzgrenze für eine Fassstärke? Einzelfassabfüllung. Wahrscheinlich nicht Bourbon, in diesem Fall Port. 312 Flaschen. Wie viel gab es hiervon? Hiervon gab es, von der PX gab es hier auch 312 Flaschen. Komisch. Echt, entweder komisch oder Zufall. Keine Ahnung. Verschwörungstheoretiker, vereint euch. So, ja, was sagt ihr dazu? Ich will meine Mathematik hier ausüben. 3 minus mal 12 durch 6 heißt dann dort genau 52 Cases. Also 52 Cases. Das ist eine halbe Palette. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Also bis zu irgendwo zwischen 80 und 100 Cases kriegt man meistens auf eine Euro-Palette drauf. Wobei, die waren größer. Auch die Kiste war größer, stimmt. Also auch die normalerweise ist, denn ich sage einfach mal, ich nehme das mal ganz kurz, wesentlich nicht so breit, also da nicht so tief, also der nahm tatsächlich mehr Platz im Anspruch. Also von daher könnte es eine ganze Palette gewesen sein, wer weiß. Okay, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Wo ist deine preisliche Schmerzgrenze für Einzelfassabfüllungen, Fassstärke? Auch vom etwas neueren Brennerei wie Dingo, wo ist das? Der PX blind kaufen, Port bitte vorher probieren, bevor du so viel Geld dahin blechst. Alles Gute, wir sehen uns. Vergiss nicht, Teil meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe zu werden. Es lohnt sich. Ich krieg die Flaschen weg, ihr kriegt super tolle Sachen zu euch nach Hause hingeschickt. Alles Gute, bis dahin. Whisky Jason, bye bye.